Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Überlebensmodus. Und guckt euch das mal an. Alter, grafisch gesehen, durch die Mods sieht das alles richtig cool aus hier. Nice. Hab ich gar nicht so wahrgenommen. Naja, jedenfalls heute machen wir weiter. Ich möchte aber vorher... Hier sind so viele Gebäude noch. Das ist ein U-Boot? Nee, das ist ein Flugzeug. Oder da hinten. Och man, ich würde gerne das Meer hier untersuchen. Aber es geht nicht, Freunde, es geht nicht. Wir müssen los. Ich weiß nicht, ob wir hier noch Quests kriegen oder nicht. Aber es sieht hier so interessant aus überall. Guck mal, da ist ein Gebäude bestimmt, da sind bestimmt zwei Gebäude. Da ist es noch ein Gebäude, da. Überall so interessante Sachen und ich kann da noch nicht raufgucken. Ich meine, hier ist alles noch leer. Unglaublich. Jedenfalls, wir gehen zurück zum Bostoner Flughafen. Denn dessen ich mein Mikrofon einmal ganz kurz stumm schalte. Du solltest Strahlung um jeden Preis meiden. Sie könnte irreparablen Schaden anrichten. Und da bin ich auch schon wieder. Guck mal, wie geil das hier alles aussieht. Ich bin ein Star. Holt mich hier raus. Wo kommt das Licht her? Egal. Wir gehen wieder rein. Ich bin stolz, unser ältester Max gehen zu dürfen. Ihr eigenes Mitleid zu sein. Dr. Ingram? Scheint, als wären die Mark 28 genau richtig. Der Fund war Gold wert. Ich werde mit deinem Team arbeiten, damit gewährleistet ist, dass die Bomben sicher sind, nachdem sie in Primes Rucksack geladen wurden. Das wird allerdings kein größeres Problem sein. Nun, Dr. Lee, ich muss zugeben, ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Für Feierlichkeiten ist es noch etwas früh, Dr. Ingram. Wir haben Liberty Prime noch nicht vollständig aktiviert und ich hoffe, dass meine Bemühungen, seine Systeme zu stabilisieren, nicht vergebens waren. Okay, du? Okay, du. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Absolut. Proktor, alle Anzeigen stehen auf grün. Ich glaube, es ist an der Zeit, mit der Stromübertragung zu beginnen. Ich finde, du solltest den Knopf drücken. Ohne deine Hilfe stünden wir schließlich immer noch vor einem Haufen Einzelteile. Es wäre vermutlich besser, wenn ein ausgebildeter Techniker das übernehmen würde. Aber du hast es dir wohl verdient. Hä? Was? Achso, die redet mit mir! Achso! Ich dachte, sie hat das zu Lee gesagt. Ah, okay. Ich bin ausgebildeter Knopfdrücker, kein Problem. Liberty Prime ist online. Okay, lassen wir ein paar Diagnosen durchlaufen. Diagnosebefehl akzeptiert. Lasst ihm einen Augenblick, er muss sich an die neue Konfiguration anpassen. Stimmmodul online. Test der Audiofunktionalität gestartet. Bezeichnung Liberty Prime Mark II. Mission, die Befreiung von Anchorage, Alaska. Primäre Ziele, alle rot-chinesischen Invasoren. Ich führe jetzt eine Systemanalyse durch und prüfe die Kampfbereitschaft. Vollständige Systemanalyse von Liberty Prime läuft. Alle Systeme nominell. Bewaffnung scharf. Warnung. Atomwaffen-Munitionsvorrat aufgebraucht. Neubestückung erforderlich. Warnung. Energiekern offline. Betrieb durch externe Energiequelle. Neustart des Kerns empfohlen. Fähigkeit, rot-chinesische Invasoren abzuwehren, nicht gegeben. Alle Anzeigen sind auf grün. Einer Seite aus, sieht er gut aus.
Doktor, es wäre gut, wenn du den großen Burschen im Auge behalten könntest. Wenn es dir nichts ausmacht. Ich muss zugeben, ich war mir nicht sicher, ob wir es hinbekommen würden. Aber Liberty Prime scheint zu funktionieren. Okay. Die haben dem eine Stimme gegeben, Alter. Was war das, was er da über den Energiekern gesagt hat? Prime ist im Top-Zustand. Aber sein Atomtriebwerk muss neu gestartet werden. Im Moment wird er noch von der Pridwin mit Energie versorgt. Sobald ich das erledigt habe, schicken wir ihn los, um dem Institut in den Arsch zu treten. Bevor du dich an deinen nächsten Auftrag machst, habe ich noch was für dich. Die kleine Schönheit habe ich selbst entwickelt. Wird deiner Power-Rüstung etwas mehr Wumms verleihen. Stimpumpe T60. Mist, ich habe gar nichts für dich. Na klar doch. Das große Metallding, das da drüben steht. Wie dem auch sei, du solltest jetzt besser zurück zur Pridwin. Ältester Maxon meinte, er müsste mit dir reden, sobald wir hier fertig sind. Okay. Und danke, Ritter. Ohne dich wäre das ja alles nicht möglich gewesen. Och, kein Problem, du. Kein Problem. Mach ich doch gerne. Ich wünschte, ich hätte eine Waffe. Proktor Tegan hat mich nur ausgelacht. Okay, jetzt geht's plötzlich nicht mehr. Bist du tot? Ach Mann. Ach, Liberty Prime da. Ja, das macht ihm nichts. Jetzt zwar ein paar Zuckungen, aber das macht ihm nichts. Naja, okay. So, wir gehen zurück zu Pridwin. Ich kann es kaum erwarten, mit scharfen Waffen zu trainieren. Jojojo. Ich auch nicht. Ich kann es immer noch. Oh, Fusionskern entfernt. So, es wird aber irgendwie bei uns nicht weniger. Ich glaube, mit 56 haben wir angefangen. Wir haben nur noch 57. Ich habe von Clark gehört. Es war schwer zu glauben, aber danke, dass du die Wahrheit herausgefunden hast. Es musste sein. Mach nichts, alles gut. Ich habe mich verlaufen. Ich könnte einfach schnell reisen. Wie wär's? Nehmen wir doch einfach den leichten Weg. Ich frage mich, warum wir diese eine Stelle erreicht haben, wenn wir zu viel für die Bruderschaft gespielt haben. Irgendwann müssen wir die Stelle doch erreichen. Bleib weg. Gibt es etwas, das Sie mir sagen wollen, Ritter? Wird mir etwas vorgeworfen? Das werden wir sehen. Proktor Quinlan hat die Daten entschlüsselt, die sie aus dem Institut mitgebracht haben. Darunter war auch eine Liste von Synths, die verschwunden oder aus der unterirdischen Anlage geflohen sind. Bei der Analyse der Daten haben wir etwas Beispielloses entdeckt. Paladin Dance entspricht exakt einem der Synths auf dieser Liste. Dance ist ein Synth? Müssen falsch sein. Die Erkenntnisse wurden durch mehrere Quellen bestätigt. Quinlan hätte mich nicht informiert, wenn er sich nicht zu 100% sicher wäre. In den Daten, die sie mitgebracht haben, waren DNS-Profile aller Subjekte. Wir haben von jedem unserer Soldaten ebenfalls ein DNS-Profil. Paladin Dances DNS-Profil entspricht exakt dem eines Synths mit der Bezeichnung M797. Und zu allem Überfluss hat er sich auch noch unerlaubt von der Truppe entfernt. Er ist spurlos verschwunden. Sein plötzliches Verschwinden bestärkt uns in der Schlussfolgerung, dass Paladin Dance dieser M797 ist. Ich kann kaum glauben, dass er ihnen das nie erzählt und sie dann zu Verschwiegenheit verpflichtet hat. Okay, wir können ihn gleich mal viermal überreden. Nachdem ich so viel erreicht habe, wieso sollte ich meine Position hier in Gefahr bringen? Weil Sie geglaubt haben, dass diese Sache nie herauskommen würde. Jetzt sagen Sie mir die Wahrheit, bevor ich Sie von der Pridwin werfen lasse. Ach. Hätte er mir das gesagt, wäre es meine Pflicht gewesen, das sofort zu melden. Offenbar habe ich Sie falsch eingeschätzt. Und das bedeutet, dass ich Ihren Worten glauben werde. Yeah. Das entbindet Sie allerdings nicht von Ihrer Pflicht. Dance ist ein Synth. Er steht für alles, was wir verabscheuen. Eine technologische Monstrosität. Unsere Mission im Commonwealth ist eindeutig.
Das Institut und all seine Schöpfungen müssen vernichtet werden, um unsere Zukunft zu schützen. Was mich zum schwierigsten Befehl bringt, den ich Ihnen je erteilt habe. Ich befehle Ihnen, Dance aufzuspüren und zu exekutieren. Gibt es denn keine andere Möglichkeit? Bitte nehmen Sie doch Vernunft an. Auf keinen Fall. Meine Entscheidung ist endgültig. Hören Sie, mir ist klar, dass Dance Ihr Mentor war und dass das hier nicht leicht werden wird. Aber wenn wir stark bleiben wollen, dann darf es keine Ausnahmen geben. Selbst wenn das bedeutet, einen von uns zu töten. Begeben Sie sich zu Proctor Quinlan. Er hat die Daten analysiert und wird Ihnen sagen können, wo Sie anfangen sollen. Und Ritter, mit dieser Mission können Sie sich eine Beförderung verdienen. Also enttäuschen Sie mich nicht. Sie können wegtreten. Einen Scheiß will ich machen, Alter. Das ist einer meiner Begleiter. Mit dem muss ich noch ins Bett. Na gut, lassen wir uns überraschen, wie das hier zu Ende geht. Ich meine, einer unserer Achtung, Begleiter töten. Bravo 64 bei Rüstungsbucht 2 melden. Bravo 64 zu Rüstungsbucht 2. Das Institut und seine technologischen Monster müssen um jeden Preis aufgehalten werden. Oh, Ritter. Man hatte mir gesagt, dass du kommen würdest. Die Sache mit Dance tut mir leid. Was weißt du über diese Sache? Als ich die Daten entschlüsselt habe, die du aus dem Institut mitgebracht hast, bin ich auf eine Liste gestoßen. Wie es scheint, führt das Institut sehr gut über seine Synths Buch. Unter anderem wird vermerkt, welche verschwunden sind. Als ich mir die Liste angeschaut habe, bin ich auf ein Bild von Dance gestoßen, das mit M797 beschriftet war. Ein schneller DNS-Vergleich mit den Daten aus unserer Datenbank hat dann den Rest der Geschichte ergeben. Ich bin sicher, dass das ein ziemlicher Schock für dich war, Ritter. Es tut mir leid. Ich brauche keine Entschuldigung. Ich muss wissen, wo er ist. Ja, da hast du recht. Ich habe mir Dances Einsatzberichte angesehen, aber leider konnte ich keinerlei konkrete Hinweise finden. Wie du sicher weißt, kennt Dance sich im Commonwealth gut aus. Daher fürchte ich, es gibt zahllose Verstecke für ihn. Ich glaube, wir sollten sämtliche Orte, die er besucht hat, bestimmen und sie nacheinander als Versteck ausschließen. Du kannst es dir ruhig gemütlich machen. Das könnte eine Weile dauern. Was zum Teufel ist das für eine Scheiße, von wegen Dance wäre ein Synth? Ich vermute, mit deinem Wutausbruch willst du gewisse Zweifel bezüglich Dances Identität zum Ausdruck bringen. Ich versichere dir, meine Erkenntnisse sind absolut korrekt, Gelehrter. Er sucht dir Dance also und du haust ihn um. Soll das so laufen? Also wenn einer ein Sünd ist, dann sie. Guckt euch ihre verdammten Augen an, Alter. Woher weißt du davon? Es gibt keine Geheimnisse in der Bruderschaft. Maxon hat verlangt, dass wir Paladin Dance aufspüren und dir dann seinen Aufenthaltsort melden sollen. Das kann nur bedeuten, dass du ihn zur Strecke bringen sollst. Ich habe jetzt keine Zeit, darüber zu sprechen, Halen. Warum? Hast du es eilig, den Abzug zu betätigen? Ich kann nicht glauben, dass du Paladin Dance einfach so im Stich lässt. Nach allem, was er für dich getan hat. Es liegt ganz offensichtlich ein Fehler vor und wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Gelehrte Halen, du sprichst mit einem vorgesetzten Offizier. Du wirst ihm den nötigen Respekt zollen. Sonst lasse ich dich vor ein Kriegsgericht stellen. Sofern du keine Informationen hast, die uns helfen können, schlage ich vor, dass du sofort zum Polizeirevier zurückkehrst. Natürlich. Ich bitte um Entschuldigung, Proktor. Ich glaube, ich habe Informationen, die relevant für die Suche sein könnten. Na gut. Würdest du sie uns dann bitte mitteilen, oder müssen wir warten, bis du bereit bist, uns an deinem Wissen teilhaben zu lassen? Ritter, wenn du mich bitte aufs Flugdeck begleiten würdest? Ich möchte dir die Informationen, die ich zusammengestellt habe, direkt zeigen. Ich habe die Daten auf dem Computer meines Vertibirds gespeichert. Ich nehme alles, was mir hilft, Dance zu finden. Ja, Sir. Geh ruhig, Ritter. Ich setze hier meine Nachforschungen fort. Bitte mir nach, Sir. Ach komm, die wird mich doch entführen. Wenn das nicht der Mann ist, der Prime wieder zum Leben erweckt hat. Die Bruderschaft steht in... Hat lange gedauert. Ich finde es schade, dass sich die Katzen nicht bewegen. Die sitzen immer nur auf der Stelle. Naja. So, du Monster. Dann führe mich mal zu deinem... Deck. Huch. Hä? Wo ist denn hier unten bitte sehr dein Vertibird?
Kannst du dich nicht ein bisschen beeilen? Wir haben es doch eilig, dachte ich. Er schleicht hier durch die Gegend. Ja, toller Virginbird. Cool. Entschuldigung, gelehrte Halen. Willst du Paladin Dance wirklich töten? Das ist eine heikle Frage, Halen. Ich möchte, dass du mir einen Moment zuhörst. Ich kenne Paladin Dance, seit ich eine Anwärterin war. Er hat mich ausgebildet, mir alles Wichtige beigebracht. Und er hat mir gezeigt, wie ich weitermache, wenn ich mal Mist gebaut habe. Ich bewundere und respektiere ihn. Und ich betrachte ihn als einen Freund. Mir ist egal, was in Quinlans Bericht steht. Mir ist auch egal, ob er eine Maschine ist oder nicht. Er ist und bleibt Dance. Komm zum Punkt, oder? Nee, warum erzählst du mir das alles? Warum erzählst du mir das alles? Weil es jemand tun muss, bevor du losziehst und Maxons Befehl ausführst, ohne vorher darüber nachzudenken, was du da eigentlich tust. Dance ist die selbstloseste Person, die ich kenne. Er hat sein Leben riskiert, nur um seinen Prinzipien treu zu bleiben. Deshalb bitte ich dich, nicht nur als Mitglied der Bruderschaft, sondern auch als Mensch, gib ihm die Chance, dir seine Seite der Geschichte zu erzählen. Wenn er dich nicht überzeugen kann oder er uns tatsächlich verraten hat, dann tu, was getan werden muss. Ist Mitgefühl nicht eine Tugend? In Ordnung. Ich werde ihn anhören. Um mehr bitte ich dich nicht. Ich werde einfach darauf vertrauen müssen, dass du das Richtige tust, wenn die Zeit gekommen ist. Bevor die Pritwin ankam, hat Dance mich einen Rückzugspunkt suchen lassen, falls wir das Polizeirevier verlieren sollten. Das war der Horchposten Bravo, eine Einrichtung der US-Armee aus Vorkriegstagen, die an der nördlichen Grenze des Commonwealths liegt. Der Posten ist sehr abgelegen und nur wir wissen von ihm. Von daher schätze ich, dass er dorthin unterwegs ist. Sei vorsichtig. Wir wissen nicht, in welchem Geisteszustand er sich befindet oder ob er uns noch traut. Ah, ich hätte zu gerne herausgefunden, was passiert wäre, wenn wir ihn als Begleiter jetzt hätten. Oh, ich habe Curry dabei. Toll. Ob er überhaupt als Begleiter in Frage kommt, währenddessen wir hier die Mission machen? Ich weiß es nicht. Er muss ja, theoretisch muss er ja eigentlich bei uns zu Hause sein, oder nicht? Immerhin ist er eine Begleitung. Ich habe ihm gesagt, dass er dahin soll. Wir gehen erstmal zur Red Rocket Raststätte. Und wenn er sich da nicht befindet, dann gehen wir auf die Mission. Es ist mir alles ein bisschen, ich weiß nicht, das ist verwirrend. Hat jemand von euch schon versucht, diese Mission zu machen, währenddessen ihr Dance dabei habt? Gehörigen Denkzettel verpasst. Ja, dann steck doch wenigstens in deine Rüstung ein, ganz ehrlich. Netter Gatling-Leser, cool. So. Karte. Da haben wir ihn zuletzt gelassen. Vielleicht ist er ja auch da und da. Das heißt, vielleicht ist er zweimal vorhanden als echter Person und als Sünd. Wer weiß das schon? Ich werde auf jeden Fall keine Person töten, mit der ich hier Auftrag natürlich durch habe. Tatsächlich, er ist weg. Strong sein, hungrig. Ich habe Nachricht von einer weiteren Siedlung erhalten, die unsere Hilfe braucht. Hier sind die Stoppe die Überfälle bei Tenpennys Bluff. Hä? Wenn ich mal was von deinem Habe ich doch schon gemacht. Für dich tragen soll. Sag es einfach. Die meisten, ja? Die mit es wird wieder Zeit überleben. Plastische Chirurgie. Ich bin beeindruckt. Nächstes Mal werde ich vielleicht blond. Ich brauche ein bisschen Spaß. Na gut. Dann gehen wir doch mal direkt von hier aus dahin. Ach du Scheiße, das ist verpixelt durch dieses Glühen. Aber wir haben schon ewig keine Wackelpuppen mehr gefunden, ne? Vielleicht sollten wir uns demnächst, vielleicht in Staffel 2, Anfang Staffel 2, auf den Weg machen und die Wackelpuppen mal alle suchen. In diese Richtung wollen wir. Guckt euch mal, wie cool das hier einfach aussieht. Mit den ganzen Mods, die ich installiert habe. Finde ich cool. Es ist so realistischer, viel grauer, nicht so bunt. Das hat was.
Reise zum Hochposten. Oder Hochposten, besser gesagt. Bitte was? Was soll den denn? Na, hier kann man im Vertibird landen. So, Private Dancer. Was machst du hier? Solltest du dir die Hände waschen. Na komm, 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 komm. Das wäre es. Nicht sonderlich hygienisch, mit Toten zu hantieren. Das ist ein Roboter, ich bitte dich. Als würden die Keime abgeben. Ach da, du wieder mit deinem Gewehr, was nicht funktioniert anscheinend. Aufzug mit Energie versorgen. Was suchst du hier, Großer? Was suchst du hier? Nach unten. Ich bin ein ungeduldiger Mensch. Oder ich tanze gerne. Juhu. So. Ich befinde mich im Kampf. Schon wieder. Sag mal. Sei vorsichtig. Gewalttätige Auseinandersetzungen können eine Vielzahl von Verletzungen zur Folge haben. Warum verteidigst du dich? Ist hier die große Frage. Jemand. Hä? Was ist mit deiner Rüstung passiert? Dude! Hat er jetzt seine Rüstung abgelegt oder was? Ach nee, ne? Ich glaube, wir müssen ihn verschwinden lassen, sodass die Bruderschaft ihn nicht findet. Die Hälfte meiner Begleiter sind einfach Sünds. Ja, schön eklig hier unten. Ich spüre die Kälte dieses Ortes selbst durch meinen Anzug. Was für ein Anzug? Wie siehst du denn aus? Es überrascht mich nicht, dass Maxon dich geschickt hat. Er hat sich noch nie gerne selbst um die Drecksarbeit gekümmert. Warum hast du es mir nicht gesagt, Dance? Weil ich es nicht wusste. Bis Quinlan diese Liste entschlüsselt hatte, hielt ich Sins für den Feind. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal zu hören bekomme, dass ich selbst einer bin. Wenn Hayley nicht gewesen wäre, würden wir dieses Gespräch jetzt gar nicht führen. Und? Wie lauten deine Befehle? Will mich Maxon überhaupt lebend? Nein. Aber ich hoffe, wir finden einen Ausweg. Red doch keinen Blödsinn. Mir ist klar, dass das hier schwierig für dich sein muss. Ich wünschte, Maxon hätte jemand anders geschickt. Aber das alles ändert nichts an den Tatsachen. Ich bin ein Synth. Und das heißt, ich muss zerstört werden. Wenn du deine Befehle missachtest, verrätst du nicht nur Maxon, sondern auch die stählerne Bruderschaft und alles, wofür sie steht. Man kann Synths nicht trauen. Maschinen sollten niemals ihre eigenen Entscheidungen treffen. Sie müssen kontrolliert werden. Technologie ohne Grenzen war es, was die Welt vernichtet und die Menschheit an den Rand der Ausrottung gebracht hat. Ich muss das Exempel sein, nicht die Ausnahme. Gott, ist das schwer hier. Jetzt muss ich hier ein Gespräch führen. Ohne ihn zu töten. Ja, das ist gut. Die Empathie, die du zeigst, das ist ein menschliches Gefühl. Ich weiß zu schätzen, was du zu tun versuchst, aber ich habe meine Entscheidung getroffen. Ich bin bereit, die Konsequenzen meiner wahren Identität zu tragen. Maxon hat dir befohlen, mich zu töten. Und ich werde mich dir sicher nicht in den Weg stellen. Wenn du unbedingt sterben willst, dann mach es doch selber. Wenn du unbedingt sterben willst, dann mach es doch selbst. Wenn du hier weggehst, ohne deinen Auftrag erfüllt zu haben, werde ich ihn für dich erfüllen.
Maxon stellt dich ganz offensichtlich auf die Probe. Und ich werde nicht zulassen, dass du wegen mir versagst. Gibt es irgendeinen anderen Weg aus dieser Sache? Wir wissen beide, dass das hier das Richtige ist. Wenn du Maxons Befehle nicht ausführst, untergräbst du alles, wofür die Bruderschaft steht. Ich kann nicht zulassen, dass so etwas meinetwegen geschieht. Nö. Nein. Ich werde es nicht tun. Ich war mit dir noch nicht im Bett. Ich kann nicht glauben, dass du dein Leben riskierst, um meins zu schützen. Warum tust du das für mich? Was meinst du damit, mein Leben riskieren? Wenn Maxon erfahren würde, dass du einen direkten Befehl missachtet hast, um das Leben eines Sins zu retten, würde er dich sofort exekutieren lassen. Warum solltest du das für mich riskieren? Ach so. Ja, die Bruderschaft, dein Freund und Helfer, exekutiert dich. Kein Problem. Du bist der Beweis, dass Maxon Unrecht hat. Du bist ein Zünd. Aber alles, was du getan hast, diente dem Wohl der Menschheit. Du hast recht. Wie konnte ich nur so blind sein? Ich bin kein außer Kontrolle geratenes Stück Technologie. Ich bin ein Nutzen für die Menschheit, nicht ihr Untergang. Jetzt, da du mir die Augen geöffnet hast, kann ich meine nächsten Schritte abwägen. Ja, um dieses kleine Problem müssen wir uns wohl noch kümmern. Vielleicht habe ich eine Lösung. Die einzig sinnvolle Alternative ist, das Commonwealth zu verlassen. Je eher ich mich auf den Weg zur Grenze mache, desto eher kann ich das alles hinter mir lassen. Nimm meine Holomarke. Nutze sie als Beweis, dass du deinen Auftrag erfüllt hast. Sonst schickt mir Maxon nur jemand anders auf den Hals. Dann komm, lass uns von hier verschwinden. Alter, du bist doch meine... Er ist doch einer meiner Begleiter. Shit. Du musst alle Begleiter zu 100% freundlich machen. So schaffe ich das nie. Hättest du einen Augenblick Zeit? Yeah, Baby. Für dich immer. Was gibt es? Ich schulde dir so viel. Und ich möchte nicht undankbar erscheinen. Aber ich fürchte, dass mir das zu viel wird. Alles in Ordnung? Ich weiß es nicht. Ein Sünd zu werden ist viel schwieriger, als ich mir vorgestellt hatte. Anfangs fielen mir selbst die einfachsten Funktionen schwer. Wie man sich die Zähne putzt, mit nur zwei Händen arbeitet und so weiter. Aber jetzt bin ich voller belangloser Gedanken und Gefühle. Wie kommt ihr nur mit diesem Chaos im Kopf zurecht? Flirten. Ich hoffe, ein paar belanglose Gefühle haben mit mir zu tun. Ja, nein, na toll. Jetzt dreht sich mir der Kopf nur noch mehr. Immer im Kreis herum. Bei dir wirkt alles so einfach, wie das Atmen. Aber ich kann mich kaum konzentrieren, geschweige denn forschen. Und die Inspiration ist so fern wie eh und je. Ich werde wohl nie etwas zu dieser Welt beitragen. Die Wissenschaft ist nicht die einzige Möglichkeit, wie du dem Commonwealth helfen kannst. Vielleicht hast du recht. Wir haben gemeinsam viel Gutes vollbracht. Der Lichtblick in all dem bist du. Als Roboter wusste ich dich sehr zu schätzen, aber jetzt geht es tiefer. Ich bin immer noch loyal, aber jetzt tue ich all das, weil ich es will. Weil wir Freunde sind. Oh, nochmal flirten. Nur Freunde, nicht mehr. Ich fühle mich sehr seltsam. Ich muss das hier leider unterbrechen. Meine Augen haben eine Fehlfunktion. Adieu. Na komm, aus dem Weg, meine Kleine. Sehr schön. Zweimal geflirtet in einem Gespräch. Besser kann's nicht laufen. Aber ich werde doch irgendwie noch mit Dance reisen dürfen, oder? Mist. Nach oben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Es gibt doch bestimmt einen Erfolg, dass man all seinen Begleiter zufriedenstellen soll. Und das können wir nicht mit Dance machen. Das können wir nicht! Ach Mann. Erdgeschoss. Was war das jetzt? Ist da gerade ein Vertibird gekommen? Wie können Sie es wagen, die Bruderschaft zu verraten? Das ist meine Schuld, nicht seine. Zu dir komme ich gleich noch. Ritter, wieso wurde dieses Ding noch nicht zerstört? Wie haben Sie uns gefunden? Als ich Sie losgeschickt habe, um diese Maschine auszuschalten, hatte ich schon den Verdacht, dass es Ihnen schwerfallen würde, meine Befehle auszuführen. Jetzt, da ich hier bin, scheinen sich meine Befürchtungen bewahrheitet zu haben.
Was hat es Ihnen gesagt, dass Sie die Bruderschaft verraten? Warum ist es noch am Leben? Es ist kein Ding. Er ist kein Ding. Er ist einer unserer besten Männer. Sind Sie jetzt völlig durchgedreht? Vance ist kein Mensch, sondern eine Maschine. Ein Roboter. Erschaffen vom Institut. Es entstammt nicht dem Leib einer liebenden Mutter. Es wurde in einem kalten Labor hergestellt. Fleisch ist Fleisch. Maschine ist Maschine. Diese zwei Dinge sollten sich nie verbinden. Indem es versucht hat, Gott zu spielen, hat das Institut das menschliche Leben entweiht und über alle Maßen korrumpiert. Nach allem, was ich für die Bruderschaft getan habe, all das Blut, das ich in Ihrem Namen vergossen habe, wie können Sie da so etwas über mich sagen? Du bist die physische Manifestation all dessen, was wir hassen. Technologie, die Grenzen überschritten hat. Sieh dich um, Dance. Sieh dir die verbrannte Erde und die Knochen an, die überall im Ödland liegen. Millionen, vielleicht Milliarden sind gestorben, weil die Wissenschaft der menschlichen Kontrolle entglitten ist. Sie nennen es eine neue Grenze oder sprechen davon, Grenzen zu überwinden und missachten dabei sämtliche Folgen. Siehst du denn nicht, dass das Gleiche wieder passiert? Du bist eine Bombe in einem Arsenal, das Tausende umfasst, bereit, die Überreste der Menschheit zu vernichten. Sie vergleichen Dance mit einer Atombombe. Ist das nicht ein wenig übertrieben? Sie vergleichen Dance mit einer Atombombe? Diese Maschine ist vielleicht keine Bombe, aber ihr Zweck ist der gleiche. Platzieren Sie sie dort, wo Sie Schaden anrichten wollen, und wenn Sie es am wenigsten erwarten, führt sie einen tödlichen Schlag aus, ohne Vorwarnung und ohne Gnade. Ein Präzisionsschlag direkt ins Herz des Gegners. Wie können Sie dem Wort einer Maschine trauen, die glaubt, am Leben zu sein? Eine Maschine, deren Gedächtnis gelöscht, deren Gedanken programmiert, deren Seele hergestellt wurde. Die Werte, die sie zu vertreten versucht, sind nicht ihre eigenen. Sie wurden ihr künstlich eingepflanzt, damit sie sich anpassen kann. Das ist richtig. Ich wurde in einem Labor gebaut und einige meiner Erinnerungen sind nicht echt. Aber als ich meine Brüder zu meinen Füßen habe sterben sehen, da habe ich Trauer gespürt. Wenn ich einen Gegner der Bruderschaft besiegt habe, spürte ich Stolz. Und als ich ihre Rede über die Rettung des Commonwealths gehört habe, spürte ich Hoffnung. Verstehen Sie denn nicht? Ich dachte, ich wäre ein Mensch, Arthur. Seit dem Tag, an dem ich in die Bruderschaft aufgenommen wurde, habe ich niemals ihr Vertrauen missbraucht. Und das werde ich auch nie tun. Dafür ist es jetzt zu spät. Das Institut hat dir törichterweise das Leben geschenkt. Du solltest nicht existieren. Ich werde darüber nicht länger diskutieren. Meine Befehle sind eindeutig. Es ist in Ordnung. Wir haben unser Bestes versucht. Du hast mich davon überzeugt, dass ich mich meiner wahren Identität nicht zu schämen brauche. Und dafür danke ich dir. Wie auch immer du dich entscheidest, ich gehe ohne Zorn und ohne Bedauern in den Tod. Herzerwärmend. Entweder Sie exekutieren Dance jetzt oder ich tue es, Ritter. Die Wahl liegt bei Ihnen. Kann ich speichern? Nach all den Opfern, die ich gebracht und all den Kämpfen, die ich für die Bruderschaft gewonnen habe, müssen Sie mich anhören. Das sind Sie mir schuldig. Gut, ich höre. Oh ho ho, Curry hat das geliebt. Das ist eine gute Idee. Wenn Dance stirbt, werden Sie auch mich verlieren. Ich kann unmöglich bleiben, wenn Ihnen sein Leben so wenig bedeutet. Ihre dürftigen Versuche, Sympathien in mir zu wecken, werden langsam lästig. Okay, dann... Ganz egal, ob er ein Mensch ist oder nicht. Dance hat zahllosen Soldaten der Bruderschaft das Leben gerettet. Jetzt ist es an der Zeit, seins zu retten. Sie sind ein dickköpfiger Mann. Wir scheinen hier nicht mehr weiterzukommen. Dance am Leben zu lassen, würde alles untergraben, wofür die Bruderschaft steht. Aber dennoch bestehen sie darauf, dass er nicht getötet wird. Damit bleibt mir nur noch eine Alternative. Dance, soweit es mich betrifft, sind sie tot. Sie wurden von diesem Ritter der Bruderschaft gejagt und getötet. Und ihre Überreste wurden verbrannt. Von diesem Tag an ist es ihnen verboten, die Pritvin zu betreten oder mit Mitgliedern der stillenden Bruderschaft zu sprechen. Sollten sie diese Regeln ignorieren, werde ich sofort das Feuer auf sie eröffnen lassen. Haben wir uns verstanden? Ja, danke, dass Sie an mich geglaubt haben, Arthur. Verwechseln Sie Billigung nicht mit Mitleid. Der einzige Grund, weshalb Sie noch am Leben sind, ist er. Ich kehre jetzt zur Pritvin zurück, Ritter. Nehmen Sie sich etwas Zeit, um sich zu verabschieden. Ich erwarte Sie dann wieder auf dem Schiff. Wir müssen uns noch immer um das Institut kümmern. Ha! Abgezogen. So. Sehr schön, dann haben wir schon mal richtig Pluspunkte bei Dance gesammelt, wa? Diese Verteidigungsanlagen. Hallo. Man braucht eine Menge Mumm, um Maxen so die Stirn zu bieten. Also, was hast du jetzt vor? Ich habe mich entschieden, hier zu bleiben. Ich hatte nicht vor, den Rest meines Lebens in diesem alten Horchposten zu verbringen. Aber das hilft jetzt wohl nichts mehr.
Außerdem brauchst du noch immer meine Hilfe. Und ich will verdammt sein, wenn ich dich einfach alleine durch das Commonwealth ziehen lasse. Jetzt solltest du besser zurück auf die Pridman gehen. In der Zwischenzeit richte ich mich in diesem Bunker hier ein. Wenn du mich brauchst, findest du mich hier. Wird es für dich ein Problem sein, Synths zu töten? Auch wenn ich körperlich ein Synth bin, gehören mein Herz und meine Seele der Bruderschaft. Das Institut ist nach wie vor eine gewaltige Gefahr für das Commonwealth. Es verfügt über Technologien, die konfisziert oder zerstört werden müssen. Ich verspreche dir, dass ich nicht zögern werde, gegen sie zu kämpfen. Kannst du nicht gleich mit mir kommen? Du hast gehört, was Maxon gesagt hat. Wenn man mich auf der Pridman oder im Polizeirevier oder auf dem Flughafen sieht, würde ich nicht nur getötet werden, ich würde auch seine Autorität untergraben. Das mache ich nicht. Aber wenn du mich anderswo benötigst, bin ich zur Stelle. Na gut. Auf Wiedersehen, Dance. Leb wohl. Hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Mal unter glücklicheren Umständen. Ich komme wieder und hole dich ab. Und dann gehen wir zusammen zu Brightwin. Ha! Alter, was ist das hier für ein Nebel? Haben die mich vergessen? Die sind doch nämlich gefahren. Schweine! Na gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir sehen uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Und dann werden wir das Spiel ausfallen lassen. Cool. Jedenfalls, es ist tatsächlich die Pridewin, die anscheinend immer ausfällt. Das heißt, jedes Mal, wenn wir da hinreisen wollen, fällt es einmal aus. Schön, gut zu wissen. Dann werden wir das Ganze schnell beenden. Freunde, wir sehen uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.